Fördernde, dass Sie dieses wichtige Ereignis in der Mitte der Gesellschaft erleben können, dass Sie sich eingebunden und beachtet fühlen können, dass Ihnen für Ihre Beförderung ein Rahmen gegeben wurde, der den Leistungen der Bundeswehr für diese Gesellschaft angemessen ist. Auch wenn kleine Proteste hier hörbar sind, liebe Studierende, Offiziere, denken Sie daran, als Parlamentsarmee haben Sie die größte Unterstützung in der Gesellschaft, die ein demokratisches System Ihnen gewähren kann. Ich möchte Sie, unsere Gäste, ganz herzlich begrüßen. Ich begrüße alle Eltern, alle Ehepartnerinnen und Ehepartner, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, alle Freunde und Verwandten und freue mich, dass Sie die weiten Wege gekommen sind, um mit unseren angehenden Offizieren zu feiern. Und natürlich begrüße ich die Prominenz, die sich auch dieses Jahr wieder zum Beförderungsappell eingefunden hat. Wir gratulieren Ihnen zu diesem wichtigen Schritt, den Sie jetzt erreicht haben. Genießen Sie dieses Ereignis und denken Sie daran, all die Menschen hier sind gekommen, um mit Ihnen zu feiern und Ihnen zu gratulieren. Sie haben es verdient. Schönen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allem grüß Gott, Soldatinnen und Soldaten. Es ist mir eine besondere Freude, heute hier an diesem ganz besonderen Tag bei Ihnen in Schloss Nymphenburg sein zu dürfen. Sie sind hier angetreten, um befördert zu werden. Und diese Beförderung ist nicht irgendeine, sondern eben Ihre Ernennung zum Offizier der Bundeswehr. Das ist ein wesentlicher Schritt, auf den Sie lange hingearbeitet haben. Sie wurden militärisch ausgebildet, haben Härten und Entbehrungen auf sich genommen und werden nun zum Leutnant und damit zum Offizier in unseren Streitkräften ernannt.
Dass wir diesen Tag seit vielen Jahren in besonderer Weise würdigen, hat gute Tradition und tiefe Bedeutung. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland und des Deutschen Bundestages möchte ich Ihnen meine Anerkennung und Würdigung für Ihre Berufswahl aussprechen. Sie dienen Deutschland. Ich wünsche Ihnen von Herzen weiterhin viel Erfolg für Ihr Studium, allzeit Soldatenglück auf Ihrem weiteren Weg und Gottes Segen. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Frau Präsidentin Nyhus, sehr geehrter Herr Oberst Adelmann, meine Herren Generale und Admirale, liebe Offiziersanwärterinnen und Offiziersanwärter, liebe Angehörige, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen in Schloss Nymphenburg. Dieses Schloss im Herzen Bayerns ist der richtige Ort für unsere Bundeswehr. Mit dieser feierlichen Zeremonie in München setzen wir ein Zeichen für unsere Bundeswehr. Als Vertreter der Bayerischen Staatsregierung sage ich, es ist für mich eine Ehre und eine große Selbstverständlichkeit, öffentlich Flagge zu zeigen für unsere Soldatinnen und Soldaten. Die Bundeswehr gehört in die Mitte der Gesellschaft. Wir in Bayern sind stolz auf unsere enge Verbindung zur Bundeswehr. Sie haben die volle Rückendeckung der Bayerischen Staatsregierung. Der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich Herrn Oberfähnrich Johannes Stock, Herrn Oberfähnrich Gerion Such, Herrn Oberfähnrich Tim Winter, Herrn Oberfähnrich Max Beiswenger, Herrn Oberfähnrich Martin Gaflitschek mit Wirkung zum 1. Juli 2015 zum Leutnant. Meine Herren, wo sind Sie jetzt? Ja, ich bin jetzt in München. Müssen wir es nicht verlieren. Alles, alles Gute bei deinem Studio und viel Freude im neuen Dienst. Thank you.